Unsere zweite Etappe führt uns heute in den Golfclub Passaia, genauer gesagt in das Golf & Spa Resort Andreus. Hier findet heute der Andreus Golf Cup statt. Das Golf & Spa Resort Andreus ist derzeit in aller Munde. Hierher kommt nämlich die deutsche Fußballnationalmannschaft zum Trainingslager für die Weltmeisterschaft 2014. Über 90 Teilnehmer waren hier heute mit dabei. Wir waren auf dem Platz unterwegs und haben die Highlights für Sie. Traumwetter, Traumhotel, Traumplatz und jede Menge illustre Gäste. So lässt sich das Golfturnier im 5-Sterne-Golf- und Spa-Resort Andreus in kurzen Worten beschreiben. Knapp 90 Teilnehmer wollten sich das Turnier, welches traditionell Mitte Oktober ausgetragen wird, nicht entgehen lassen. Und trotz unbequemer Wettervorhersagen strahlte die Herbstsonne vom blauen Himmel. Die Hoteliersfamilie Fink begrüßte die Spieler, allesamt Gäste und Freunde des Hauses, mit Prosecco und Häppchen, bevor diese um 11 Uhr mit Kanonenstart auf ihre Runde starteten. Die 18-Loch-Anlage war wie schon die ganze Saison über in einem hervorragenden Zustand. Der Regen in der Nacht sorgte zwar für einen schweren Boden und kürzeren Abschlägen, doch die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Neben den über 30 Stammgästen des Hauses, für sie gab es eine eigene Wertung, waren Spieler aus nahezu allen Clubs Südtirols mit dabei. Allen voran die Favoriten aus dem Golfclub Passaia. Mit Daniel Fink, dem Juniorchef vom Andreus, und Clemens Kaserer, ebenfalls Hotelier, versuchte auch der frühere Passaierer Greenkeeper Hubert Schwarz noch einmal den Heimvorteil zu nutzen. Während sich Fink mit plus 8 den zweiten Gesamtrang sicherte, gefolgt von Schwarz mit plus 9 auf Rang 3, holte Kaserer den 11. Platz. Die Meraner Unternehmer Maximilian Bimi und Thomas Eppacher, beides starke Singlespieler, erreichten am Ende Rang 12 und 16 in der Gesamtwertung. Für die Überraschung des Tages sorgte der Eppaner Medienfachmann Lorenz Gluderer. Mit 6 über Paar schaffte er es erstmals in der heurigen Saison auf Platz 1. Als sich gegen Abend alle Spieler auf der Hotelterrasse zum Empfang einfanden, waren auch die Bürgermeister des Tals eingetroffen. Der Tourismuschef Ulrich Königsreiner und Clubhausherr Karl Schalli-Pichler in Begleitung der Clubpräsidentin und Lebensgefährtin Ingrid Hofer gesellten sich etwas später hinzu. Der Abend wurde von einem ganz besonderen Flair umgeben. Erst vor kurzem wurde nämlich bekannt, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft im Mai hier zu Gast sein wird. Im Golf- und Spa-Resort Andreus wird das Team von Jogi Löw während der Vorbereitung auf die WM 2014 residieren. Von den Spielen her muss ich sagen, was mir sehr gefällt, ist auch der Özil und der Thomas Müller. Das sind zwar super Spieler, aber ich finde auch ihren Charakter sehr gut, weil die kämpfen, die hören nie auf zu kämpfen, die versuchen sich auch immer weiterzuentwickeln, das sieht man auf dem Spielfeld und das sind sicher für mich auch Golfer, also sicher auf golferischer Seite her gesehen, ein großes Vorbild da. Und ich schätze das sehr, wenn die jetzt ins Passaia kommen. Und es wäre sicher, ich war versuchen, vielleicht mal Golf spielen zu gehen. Und das wird sicher ein großes Highlight werden, auf alle Fälle. Wir haben heute 5. Mal das Andreas Golfturnier gemacht. Was uns am meisten freut, ist, dass gleich von Anfang an immer schon fast Wartelist ist. Wobei wir müssen versuchen, die Hausgäste unterzubringen. Und heute waren über 40 Hausgäste und das freut uns sehr. Wir sind ein Golfhotel, aber natürlich auch an zweiter Stelle die Golfer, die Golffreunde. Freut sind, wenn die alle mitspielen können. Und so ein Wetter wie heute, das war natürlich grandios. Das hat uns richtig gefreut. Um 5 hat es noch geregnet, um 6 war es noch schon klar. Und wir haben gesehen, der Wettergott macht es gut mit uns. Und wir sind glücklich, dass es so schön nach heute über die Bühne gegangen ist. Warum in die Ferne schweifen? Denn das Gute ist so nah. Andreas baut auf die einheimischen Gäste. Wir haben viele, viele Gäste aus Südtirol und allerweil mehr. Und die Mundpropaganda sagt es, wir haben viele Bustra-Gredner, auch Meraner und sogar Psyra, die bei uns kommen und 2-3 Tage mal genießen und einfach wissen, sie haben eine Ruhe und es geht immer gut. Sie müssen nicht über die Grenzen fahren. Das Essen ist sicher in Südtirol genauso gut wie in Österreich und deswegen haben wir uns den Südtiroler Gast aufgebaut.
Über die berühmten Gäste freut sich auch der Chef des Tourismusvereins Passaia, Ulrich Königsreiner. Er verrät uns, wo die Mannschaft trainiert und wo man darauf hoffen darf, dem einen oder anderen Spieler zu begegnen. Die Mannschaft ist eigentlich voll abgeschirmt. Es werden wahrscheinlich schon auch einmal vielleicht ein offenes Training sein, das aber allem ganz spontan geregelt ist. Das heißt, sie sind ja zum Arbeiten da, nicht zum Urlaub machen. Sie wollen ja Weltmeister werden. Für uns natürlich heißt es ein riesen Security-Aufmarsch, um wirklich die Menschen oder die Zuschauer, die deutschen Zuschauer, die Paparazzi, die Touristen, die da sind, aber auch die Einheimischen, so weit wie möglich von der deutschen Nationalmannschaft fernzuhalten. Wir sind aber zuversichtlich, dass auch ein Löw, dass auch ein Bierhof, dass auch Schweinsteiger wahrscheinlich mal ins Dorf geht, einen Kaffee trinken und dass man die ganz spontan auf der Straße trifft. Eines haben spätestens seit vergangener Woche alle gemeinsam. Sie alle halten der deutschen Mannschaft die Daumen. Inzwischen haben es sich die knapp 200 Gäste im Restaurant und im Stiebele gemütlich gemacht. Stimmungsvolle Pianomusik und angenehmes Kaminfeuer schafften eine besondere Atmosphäre. Die frisch gekürte Miss Südtirol, Renate Oberleiter aus dem Pustertal, sorgte mit ihrer Anwesenheit für zusätzlichen Glamour. Begleitet wurde sie von den beiden Ex-Missen Manuela Ramosa und Barbara Hilber von der Modelagentur Sam. Zusammen mit der Hoteliersfamilie prämierten sie die zahlreichen Gewinner des Turniers. Dazwischen gab es Köstlichkeiten am Buffet, begleitet von erlesenen Weinen. Mit einer Modenschau endete der offizielle Teil des Abends. Doch an der Hotelbar wurde danach noch gemütlich weitergefeiert.